Ticket. Auf geht's. Der nächste Datenleak, der uns jetzt freigeschaltet wurde. Da gucken wir mal, was wir da haben. Ob wir das schon abgeschnitten haben oder abgeschnitten haben oder das immer noch das erste ist. Nein, ist es nicht. Der Nightlife League ist abgeschlossen. Am Casino. Jetzt geht's weiter mit dem High Society League. Untersuche das Datensieg, das zuletzt beim Pacific Bluffs Country Club geortet wurde. Dann starten wir das ganze Ding und gehen zum Country Club. Na dann, auf geht's. Eigentlich müssen wir gleich, wenn man was vorwärts nur zum Dings gehen, dass ich mal kurz zum Ammunition und zur Tankstelle mal fahre, weil ich muss nichts auffüllen, weil hier wird es mir als einen voll angezeigt und ich habe eigentlich so gut wie nichts mehr. Ich habe nur noch Alkohol und ich habe Zigaretten und das ist nicht so gut. Jo, machen wir doch. Alter, das Auto konnte ich jetzt auch nicht entscheiden. Fahre ich nicht. Das ist herzlich willkommen in der Welt der NPCs bei GTA 5. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht driften. Ja, du hast mehr oder weniger dich komplett einmal rumgedreht. Total seltsam, wenn du die Dinger zum Düften bringen willst, sind die manchmal total steif und kleben am Boden und da, wo du nur mal lenken willst. Ich habe die Karre auch schon. Och. Jetzt will er da rein, will er dann doch nicht, dann dreht der, dann will der nicht. So, hack mir mal das Tastenfeld, dann mach das mal bitte. Damit du deinen Zuschauern auch mal was zeigen kannst. Mal die Kamera aus dem Leben. Man hätte ja auch einfach nur hier rumgehen können, so wie es gedacht ist. Hätte man noch lassen können. Sag mal, war der Charakter zu lange im Solarium oder wie sieht das aus? Wieso hast du was gegen Leute mit anderer Hautfarbe? Das habe ich nicht einmal, habe ich nicht behauptet. Das war eine Frage. Nein, ich habe natürlich nichts gegen anders Hautfarbige. Um Gottes Willen, warum auch? So. Du dich schon hinlegst für mich. So, greif auf ein Terminal zu. Machen wir doch. Bin doch schon dabei. Hier stehen drei PCs. Ich habe ja auch angezeigt bekommen. Achso, du kannst das ja auch machen. Ich erinnere mich an die Mission. Die haben wir nämlich auch mit Sven gemacht. Nee, die nicht, ja. War das nicht die? Nein, das haben wir noch nicht gemacht. So, die Frage ist, hast du ein anderes Terminal? Ich gehe trotzdem mal drauf. Nee, hab ich jetzt nicht, okay. Sah nur so aus erst. Okay, I got it. We're only a few hours behind. The data left in the limousine. I just ran the limo's registration through every database I can get to. It's registered to some shell company. No address, no employee list. Damn.
Sounds like a dead end to me. Yeah, except it got flagged speeding on the traffic camera network. Here's the last known location. All right, I got it. Shit, let's go. Na dann. Komm, kommst raus, alles feucht. Ja, normalerweise, wenn du normalerweise bei Baby anders, wenn du reinkommst, ist alles feucht. So, okay. Ich bin mal gespannt, ob die es tatsächlich schafft, wieder dazu zu kommen. Wäre schön. Also, wenn sie wieder mit dabei wäre, da wird die Stimmung wieder ein bisschen anders werden. Wieso? Ich fand die Stimmung letztes Mal eigentlich ganz gut. Die letzten zwei Male war auch okay, aber trotzdem ist das eine ganz andere Stimmung, wenn wir komplett sind, wenn alle da sind. Also wir können ohne weiteres mal locker zwei, drei Wochen Pause machen für GTA, wenn wir und alles drum und dran. War da was? Oh, ich weiß nicht, was du meinst. Standard. Wir hätten trotzdem noch. Wir hätten bald doch immer mehr Folgen. Ich habe jetzt erst hochgeladen, schon wenn die Folge. Wahrscheinlich dann schon weiter, aber Stand jetzt aktuell bis zum 15. Februar. Aktuell hast du ja in deinen Folgen sogar noch diese komische Pelzlederjacke da an. Ja. Du hast ja den Anzug noch nicht mal an jetzt aktuell. Eben. Das ist es halt. Und da sind auch teilweise noch falsche Links drin, aber ich habe jetzt alles korrigiert. Jetzt sollte alles soweit wieder passen, weil ich weiß, dass heute in der Folge wieder ein falscher Link mit drin war. Na. Aber aufpassen, Kev, aufpassen. Kannst du nicht immer einfach irgendwas machen? Doch. Nein, alles gut. Ich habe solche Verfolgungssachen schon immer gehasst hier bei GTA. Das auch ist bei GTA 4 war das immer schrecklich. Auch in der Story hast du mehr oder weniger solche Missionen gehabt, oder du darfst nur verfolgen, darfst nicht so weit nah ran. Auch GTA Vice City hat das haufenweise drin gehabt. San Andreas gab es eine ganz schlimme, die hat ewig gedauert. Da musst du aus der U-Bahn raus und all so ein Scheiß. Und wenn du dann erwischt wurdest, musst du ganz von vorne anfangen. So ein Müll. Ich kenne nur die Mission mit dem Parkservice bei GTA San Andreas. Da musstest du in den Parkservice spielen, da musst du auch irgendwelche Typen verfolgen die ganze Zeit. Nee, du musstest warten, bis das richtige Auto ankam, dann musstest du einsteigen und das nicht in den Parkhaus fahren, sondern weg. Ja, oder sowas. Oder dann eine Bombe eingesetzt oder irgendwas drin versteckt und dann. Na, aber da gab es auch ähnliche Missionen, ja. Weil dann auch Leute verfolgen mussten, so. Ätzend. Aber GTA San Andreas, da habe ich dann irgendwann abgebrochen, das Let's Play, weil ich an der einen Mission, mit dem, wo du die komischen kleinen Flieger attackieren musstest, wo ich, da kam ich überhaupt nicht mehr weiter, habe ich gesagt, komm, da ist dann immer durch. Da musst du so ferngesteuerte Flugzeuge irgendwie attackieren. Ja. Wo du mit dem Typen von dem Spielzeugladen kennst. Ja, genau. Laden Gegner da. Ja. Oh, Alter, der hält auch an. Wie viel an jeder halt an jeder roten Ampel. Lass mich raten, er fährt jetzt gleich ins Filmstudio. Nee, doch nicht. Keine Ahnung, wo der denn fährt. Die Mission kenne ich tatsächlich nicht, deswegen. Weil wieder fährt links, rechts, links, rechts. Bei mir ist der gerade einmal komplett quer gestanden auf der Straße, weil er von dem roten Jeep gerammt wurde. Das sieht bei mir so aus, als würde der rechts, links irgendwo
Ich wüsste wohin mit sich. Na, Kev, weißt du, wo wir sind? Ich erinnere mich, ja. Hey, die Map habe ich gerade mal dreimal, glaube ich, gespielt und ich habe gerade so dreimal, zweimal sogar gewonnen. Zum Golf gefällt dir, glaube ich, oder? Ach, ernsthaft. Hey, der fährt so wie du. Ich habe keine Ahnung, was der gerade fabriziert. Der fährt so wie du, als wärst du gerade am Steuer. Nicht wirklich. Playboy Villa. Ja, stimmt. Ich schaff's, glaube ich, nicht mal ins. Doch, jetzt schafft der Fett da rein. Ja. Wir machen mal am Handy von. Ja, ja. Von dem Eingang hier. Bin schon dabei. Schön weg. Gut. Und wieder. Ne, 10.000 waren es. War 10.000 oder 100.000 gerade? Ich glaube, 10.000 waren es. Ja. 100.000 wäre schon ziemlich krass gewesen. Hose. Ich wollte eigentlich zur Bank. So, jetzt auf die. Hä? Kriegst du Schaden eigentlich? Ja, hau weg, komm weg. Sterbe. Ich hab jetzt Kopf. Ich habe jetzt Sterne. Ich sollte mal, ja, ich gehe die Agentur, weil das wird mir ganz heiß, gerade vor allem mit dem Auto. Ich habe das mein Auto weggegeben, weggeht. Jetzt kommen die Kopf bestimmt hier hoch oder so, also fangen ja nie eine Ballerei an. Muss ich warten, bis der alle sich wieder meldet. Ich gehe mal wieder raus. Das kann nämlich sein, dass das dann schneller geht. Ernsthaft? Hast du jetzt echt nichts anderes zu tun gerade, als mich schwer zu verfahren? Jetzt. Warte mal gerade kurz. So, ich muss jetzt die Agentur begeben und mach's wieder am PC. Ja, es geht tatsächlich doch schneller, wenn du draußen stehst.